Unter Vincent Kompany kommt ein Bayern-Star aktuell gar nicht zum Zug. Und jetzt könnte genau dieser Spieler den FC Bayern München verlassen. Das schauen wir uns gleich mal an. Zudem sprechen wir über Nuri Sahin. Trotz des Sieges gegen Leipzig machen sich die Bosse beim BVB intern Gedanken. Ein echter Top-Trainer könnte nämlich ein Nachfolger von Nuri Sahin werden. Kritik kriegt auch ein ehemaliger Trainer, denn die Fans von Borussia Dortmund kritisieren Jürgen Klopp. Und schwerer Schlag für Bayer Leverkusen, man muss jetzt auf einen Star wochenlang verzichten. Wer und alle weiteren Themen jetzt gleich hier in diesem Video. Und damit starten wir direkt ins erste Thema rein. Der Bayern-Star Eric Dier hat wohl keine große Zukunft unter Vincent Kompany. Der Verteidiger spielt aktuell absolut eine Nebenrolle und wenn er zum Einsatz kommt, ist seine Leistung wohl auch maximal zufriedenstellend. Der Vertrag des 30-jährigen Engländers, der läuft im Sommer aus und eine Verlängerung beim FC Bayern München, die wirkt Stand jetzt eben unwahrscheinlich. Die Bild hat dabei tatsächlich mal so ein bisschen das Ganze genauer beleuchtet. Das Problem bei Eric Dier, die fehlende Schnelligkeit. Eine Rolle, die Kompany in seinem System unbedingt braucht. Schnelligkeit in der Innenverteidigung wird eben gerade bei diesem sehr, sehr offensiv geprägten Spielstil von Vincent Kompany großgeschrieben. Und die bringt halt eben Eric Dier definitiv nicht mit. Die Verteidiger müssen in dem System Kompanys sehr hoch aufrücken und man muss einfach auch ganz häufig in Laufduelle mit den gegnerischen Spielern gehen. Das kann aktuell Dayot Upamecano total schnell. Minjae Kim, auch er bringt eine gewisse Schnelligkeit mit. Und jetzt werden ja so langsam Josip Stanisic und Hiroki Ito fit. Zwei weitere Spieler, die jetzt aktuell noch verletzt sind, aber wohl dann wieder dazukommen werden. Und dann ist Eric Dier definitiv nur noch Innenverteidiger Nummer 5. Zwar hat zuletzt Sportdirektor Christoph Freund noch optimistisch betont, man geht davon aus, dass Eric Dier tatsächlich nochmal hier eine wichtige Rolle spielen wird beim FC Bayern München, aber das ist halt eben auch nur ein gewisser Teil der Wahrheit. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft aus. Ich glaube, er verdient aber auch nicht die Unsummen. Man muss sich immer mal diese verletzten Situation genau angucken. Wenn Eric Dier sich mit dieser Rolle, die er aktuell einem zufrieden gibt, ist meine Meinung dazu, hey, warum denn nicht noch ein Jahr dranhängen? Wenn Eric Dier mit seinen 30 Jahren eben tatsächlich nochmal mehr Spielzeit bekommen will, vielleicht sogar Startelf spielen will, dann wird es beim FC Bayern München wohl auch eher nichts. Eines muss man wirklich sagen, Eric Dier, der ist eigentlich tatsächlich fast nie verletzt. Ja, gegen Mainz 05 im Pokal, kleine Knieprobleme gehabt, aber war gegen Union auch schon wieder mit dabei. Sollte sich an dieser Situation jetzt Stand jetzt nichts ändern, stehen tatsächlich aber die Zeichen eher auf Abschied. Wobei meine persönliche Meinung wäre, ey, haltet den Mann, man hat da echt einen guten Backup, wenn der sich darauf einstellt, wenn er sich darauf einlässt zu sagen, okay, ich spiele hier einfach nicht die erste Geige, sondern ich bin mit der Rolle als Innenverteidiger Nummer 3, 4, 5 absolut zufrieden. Warum nicht halten? So sehe ich's. Wie seht ihr's? Schreibt es mir gerne einmal unten in die Kommentare. Trotz des gestrigen Sieges gegen RB Leipzig müssen wir weiterhin über Nuri Sahin sprechen. Sein Amt bei Borussia Dortmund, sein Stuhl, der wackelt gewaltig. Das ändert jetzt auch nichts, dass man hier 2:1 eigentlich ein gutes Spiel gegen Leipzig gemacht hat. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass RB hier wirklich schlecht gespielt hat, dass sie gar nicht so richtig in den Spielfluss reinkamen. Man hat keine großen Offensivaktionen gezeigt und der BVB, die waren dann auch tatsächlich vorm Tor relativ eiskalt. Außer mal bei New Goodens rausgenommen. Der Druck auf Nuri Sahin, der wächst und wächst von Spiel zu Spiel. Gerade jetzt in der Champions League in der kommenden Woche geht es natürlich weiterhin ums Weiterkommen. Da muss der BVB eine gute Leistung zeigen, auch wenn man aktuell sehr, sehr verletzungsgeplagt ist. Sahin muss die Mannschaft so einstellen, dass es auch etwas wird. Und sobald der Druck natürlich auf den Trainer beim BVB wächst, muss man sich auch definitiv mit dem ein oder anderen Kandidaten beschäftigen, der das Amt übernehmen könnte. Konkret hat man da jetzt wohl beim BVB schon jemanden ins Auge gefasst. Und zwar keinen geringeren als Sebastian Hoeneß. Ja, tatsächlich, der Trainer vom VfB Stuttgart ist ein Kandidat beim BVB. Nicht nur beim BVB, wir haben auch schon in dieser Woche darüber berichtet, ja, Sebastian Hoeneß ist auch ein Kandidat, unter anderem bei Bayer Leverkusen, sollte sich da Xabi Alonso nächstes Jahr entscheiden zu gehen. Man hätte damit den ein oder anderen Stuttgarter Spieler geholt. Da denkt man sich beim BVB, warum denn da nicht auch noch gleich den Trainer holen? Man kann ihn aus seinem Vertrag rauskaufen, Ausstiegsklausel 5 bis 6 Millionen Euro. Das ist nicht viel Geld für einen Manager, der so eine gute Leistung bringt.
Also ihr merkt es, der BVB, Bayer Leverkusen, die sind schon am 42-Jährigen aus Stuttgart interessiert. Und da kommt natürlich jetzt so langsam auch das Gefühl so im Hinterkopf hoch, okay, vielleicht ist Sebastian Hoeneß im nächsten Sommer tatsächlich nicht mehr zu halten. Die Bild berichtet darüber, der BVB hat ihn auf jeden Fall mal auf der Liste. Etwas kurios finde ich dann, wie es jetzt auch dazu gekommen ist. Denn im Sommer hat man sich noch gegen Roberto De Zerbi entschieden. Das sind Berichte, die uns auch in den letzten Tagen erreicht haben. Der BVB hätte Roberto De Zerbi als neuen Trainer holen können. Er wäre offen gewesen für eine Anstellung beim BVB. Man hat sich dann aber für Nuri Sahin entschieden und er ist zu Olympique Marseille gegangen. Warum ist das kurios? Sebastian Hoeneß hat tatsächlich von Roberto De Zerbi gelernt. Er hat da hospitiert. Er lässt Roberto De Zerbi Fußball spielen. Man hätte damit quasi eigentlich den Meister holen können und nicht nur den Lehrling. Ja, man muss den BVB nicht verstehen. Mit Nuri Sahin geht es jetzt aber erstmal weiter. Grundsätzlich hat er auch noch immer das Vertrauen des gesamten Staffs ausgesprochen bekommen. Natürlich wissen wir nicht, was noch hinter den Kulissen alles geredet wurde. Es bleibt definitiv weiter spannend beim BVB. Es ist ein kleines Pulverfass, Borussia Dortmund. Und das kann auch immer mal nach hinten losgehen. Jetzt müssen Leistungen kommen. Und wenn man dann mit Nuri Sahin weitergemacht hat, dann kann man sich beim BVB ganz getrost auf die Schulter klopfen und sagen, alles richtig gemacht. Ein weiterer Ex-Trainer von Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, der musste sich jetzt schon einiges an Kritik anhören. Nicht nur sein Ex-Club Mainz 05, die Fans haben Banner gegen ihn gezeigt. Nein, auch gestern Abend beim Spitzenspiel gegen Leipzig gab es einen Banner im BVB-Block. Dort drauf stand, tausche Werte gegen Dosenpfand. Eine ganz klare Anspielung auf Jürgen Klopps eigentliche traditionellen Werte, die er immer wieder betont hat und jetzt sein neues Engagement bei Red Bull. Also erneut mal wieder richtig, richtig viel Kritik aus der Bundesliga. Man muss aber sagen, wenn man sich jetzt auch zum Beispiel sein Interview bei Einfach Luppen, dem Podcast von Toni Groß, von Jürgen Klopp angehört hat, kann ich euch nur empfehlen, schaut euch die Folge gerne mal an. Da hat er auch so ein bisschen über sein Engagement gesprochen. Toni Groß hat das da schon so richtig einsortiert. Er hat gesagt, nein, die Kritik ist wirklich nur in Deutschland da. Weder in Liverpool juckt das irgendjemanden noch woanders im Ausland. Denn da sind eben, dass Konzerne hinter Clubs stehen, das ist wirklich da teilweise ganz normal. Jürgen Klopp selbst, ich kann euch einfach mal ein Zitat geben, er sagt unter anderem gegen die Kritik, ich habe die Geschichte von Red Bull nie so kritisch begleitet, allein diese Aussage darf man ja schon fast nicht tätigen. Ich wollte niemandem auf die Füße treten, ganz bestimmt nicht, ich liebe alle meine Ex-Vereine, ich weiß gar nicht, was ich genau hätte machen können, damit alle happy gewesen wären. Und ja, ich finde grundsätzlich seinen Auftritt hier bei Toni Groß im Podcast fand ich richtig stark, hat mir echt gut gefallen. Ja, natürlich, du kannst es nicht jedem recht machen, da gebe ich ihm ganz klar recht. Ich glaube, das ist auch das richtige Amt, meiner Meinung nach, aber eben beim falschen Verein. Vielleicht hätte es ja auch irgendwo anders geklappt. So sehe ich's. Wie seht ihr's? Schreibt mir auch mal gerne eure Meinung zu Jürgen Klopp und seinem neuen Job als Head of Soccer bei Red Bull unten in die Kommentare. Sprechen wir zudem für einen bitteren Rückschlag für Bayer Leverkusen, denn sie müssen jetzt lange wohl auf einen Star verzichten. Die Rede hierbei ist von Nordi Mukiele. Nordi Mukiele hat sich wohl jetzt beim letzten Spiel gegen den VfB Stuttgart schwer verletzt. Es ist wohl eine muskuläre Verletzung im linken Oberschenkel, bedeutet, er wird jetzt erstmal für mehrere Wochen ausfallen. Stand jetzt, wo ich das Video gerade aufnehme, am Sonntagmorgen ist nicht bekannt, ob es jetzt ein Muskelbündelriss, Faserriss oder ist. Er soll aber nach der Länderspielpause, sprich nach dem 17. November ungefähr, also in 2 Wochen wieder zur Verfügung stehen. Bedeutet aber auch, im Champions League Kracher gegen den FC Liverpool am Dienstag wird er nicht mit dabei sein und auch am kommenden Samstag gegen den VfL Bochum soll er nicht zur Verfügung stehen. Sehr, sehr bitter. Denn er ist ja im Sommer von Paris zu Leverkusen gewechselt, wurde am Anfang von Xabi Alonso echt wenig berücksichtigt. Jetzt hat er sich so ein bisschen in die Startelf gestanden, in den letzten 4 Pflichtspielen 3-mal von Anfang an aufgelaufen. Es lief also richtig rund für den 27-Jährigen und jetzt dieser erneute Rückschlag. Ah, es ist halt immer so im Fußball, wenn es gerade mal läuft, dann gibt es direkt mal den nächsten Dämpfer. Das soll es von mir gewesen sein. Lasst wie immer ein Like auf das Video da, ein Abo hier auf den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und damit sage ich, wir hören uns morgen, Freunde.